So auch in Brüssel vergangene Woche. Großer Andrang vor dem Ancienne Belgique, schon Stunden vor dem Auftritt. Nordafrikanisches und belgisches Publikum gespannt auf ihren Star. Wir haben Khaled vorher im Hotel getroffen. In seiner Suite in der 25. Etage. Mit Blick über die Brüsseler Altstadt ließ der erfolgreichste Sänger Algeriens seine Gedanken schweifen. Wenn ich auf Konzerten die Leute toben sehe, dann erinnert mich das immer an meinen Leitspruch. Ei, das ist der nordafrikanische Rock'n'Roll. Die Amerikaner und Europäer mussten ja auch gegen verkrustete Moralvorstellungen ansingen und sich befreien. Und die Funktion hatte der Ei in unserer Jugend. Khaleds Biografie ist eng verknüpft mit der Geschichte seines Landes. Algerien war über 130 Jahre von den Franzosen besetzt. Nach der Unabhängigkeit in den 60er Jahren entstand ein sozialistischer Zentralstaat. Planwirtschaft und Korruption brachten die algerische Gesellschaft an den Rande des Ruins. Mitte der 70er, als Khaled seine Karriere begann, wuchs vor allem unter Jugendlichen die Unzufriedenheit. Rei bedeutet Meinung und drückt unseren Drang nach Freiheit aus. In meinem Land war früher alles tabu. Doch warum sollen wir Algerier nicht ausgehen, trinken, flirten, also einfach leben und darüber singen? Und wir Rei-Musiker haben Musik gemacht, um Tabus zu brechen und die Botschaft zu vermitteln, wir sind eine Generation, die sich von den anderen unterscheidet. Der Ruf nach Freiheit und Demokratie sprach den meisten Algeriern aus der Seele. Mitte der 80er spitzt sich die Situation zu. Der Staat versucht, den Protest im Keim zu ersticken. Dazu gehört auch die Bedrohung liberaler Künstler und Intellektueller. Khaled siedelt in der Zeit vorsichtshalber nach Marseille über. Zur Zeit des großen Volksaufstands, Ende der 80er, kam ein Lied von mir heraus. Das hieß Fliehen, aber wohin? Es wurde ein Riesenhit in Algerien. Ich war zu dieser Zeit gerade in Frankreich und war geschockt, als ich hörte, dass alle dieses Lied sangen. Ich dachte, nun sitze ich ganz schön in der Klemme. Wenn ich nach Algerien zurückkehre, werde ich getötet. Also beschloss ich, in Frankreich zu bleiben. Eine weise Entscheidung, wie zwei tragische Ereignisse deutlich machen. In den 90er Jahren wurden einstige Mitstreiter von Khaled, die Rei-Sänger Cheb Hasni und Lounis Mahtoub, ermordet. Ob vom staatlichen algerischen Geheimdienst oder von Islamisten, ist bis heute nicht geklärt. Khaled dagegen kann seine Karriere in Europa vorantreiben. Er produziert mehrere Hits wie Didi. Weltruhm erlangt er mit dem Top-Hit Aisha. Früher musste man beim Rei aufpassen. Deshalb wurden für viele Dinge Synonyme verwendet. Statt Frau sagten wir beispielsweise Gazelle. Die Jugendlichen haben die Botschaft natürlich trotzdem verstanden. Und das war die Hauptsache. Heute nennen wir die Dinge direkt beim Namen. Wir sagen Frau, Liebe, Erotik, Leben. Bei Aisha zum Beispiel spreche ich eine Frau direkt an und nenne sogar ihren Vornamen. Warum sollte es auch verboten sein, über die Liebe zu singen? Und im Ernst, wenn unsere Eltern nicht Liebe miteinander gemacht hätten, dann würde es sie und mich gar nicht geben. Khaled, ein Künstler mit Wurzeln in Nordafrika wie in Europa. Das spiegelt auch seine Musik. Salsa, Reggae, Funk, Flamenco oder Jazz. Kunstvoll verwoben mit orientalischem Pop. Eine Mischung, die Nordafrikaner wie Europäer gleichermaßen anspricht. Ich kann nicht sagen, ob ich ein Vorbild bin oder nicht. Das wollte ich auch nie sein. Ich folge meinem Kopf und vor allem meinem Herzen. Ich will niemanden belehren, aber vor allem niemanden verletzen. Mein Ziel ist, mit meiner Musik die Menschen glücklich zu machen und sie zusammenzubringen. Ich will nicht mehr mit etwas, das mir gut tut.